dieser Villa auf Mallorca verbringen 5 Jungs 4 Wochen Urlaub ohne ihre Eltern. Und die erste Woche ist bereits vorbei. Danny, die zweite Woche ist angefangen. Ja. Was denkst du, was passiert? Keine Ahnung, ich denke mal, die wird bestimmt genauso geil wie die erste. Vielleicht sogar noch besser, weil wir uns jetzt alle noch viel besser kennen und so. Bestimmt richtig geil, denke ich. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie noch richtig fette Aktionen machen. Doch erstmal richtig wach werden. Die Jungs haben gestern eine Kartbahn in der Nähe entdeckt und können es kaum abwarten, sie auszuprobieren. Entsprechend schnell geht's mit dem Frühstück. Nur im Bad brauchen die Jungs so lange wie immer. Siehst du da irgendwo Haare in deinem Gesicht? Ja. Echt? Haben eure Eltern euch das gezeigt oder habt ihr das selber beigebracht? Kann das sein? Mutti, kannst du mir mal zeigen, wie das Rasieren geht? Meine Eltern haben mir nicht gezeigt, wie ich mich rasiere. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich glaube, mein Bruder hatte mir das gezeigt. Oder? Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich jetzt anfangen sollte, mich zu rasieren. Was hast du selbst gemacht? Du solltest jetzt anfangen, dich zu rasieren. Du siehst nämlich endlich scheiße aus. Ey Leute, WG-Post! Und darin sind 500 Euro Haushaltsgeld. Das bekommen die Jungs einmal pro Woche für alle Ausgaben. 1, 2, Fussel, 3, 4, 5. Bravo! Wieder 50 Euro. Ja, 500, sauber. Letzte Woche sind wir mit den 250 richtig geil ausgekommen. Schmackgeld. Ja. Schmackgeld. Jeder kriegt erstmal 50er jetzt. Ich habe mich schon gefreut, dass jeder jetzt wieder 50 Euro bekommt. 50 Euro Taschengeld in der Woche ist schon nicht schlecht. Also wenn man sich das überlegt, das sind 200 Euro im Monat und so viel muss man erstmal bekommen, so an Taschengeld. Also ich denke, dann bekommt man schon echt wahnsinnig gut über die Runden. Mit dem frischen Geld geht's jetzt endlich auf die Kartbahn. Auf der riesigen Anlage sind bereits die ersten Fahrer unterwegs. Unsere Jungs sind begeistert. Boah, Alter, das ist fett, Mann. Das ist sowas von... Alter, Mann, so eine Bahn habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Geht da, ey, geht da, die geht da hinten noch weiter, ne? Das Alter, Mann, das geht da hinten noch weiter. Ey, guck mal, da ist eine Karte. Ey, yo, Mann. Alter, das ist geil. Alter. Digga, das ist hier. Guck mal, die fahren hier, hier und dann hier und dann hier und dann hier. Die Kartfahrt mit Kumpels habe ich jetzt erst einmal gemacht. Aber auf das nächste Mal, jetzt heute, freue ich mich schon übelst. Doch erst einmal müssen die Jungs ihre Karts mieten. Obwohl es hier viele Deutsche gibt, geht auf Mallorca doch nicht alles auf Deutsch. Hola. 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 Okay. Deutsch? Englisch? English, yes. English, that's good. This is the price for the 15 minutes. Yes. Okay. 5 yes. Persons here. Da geht es hin, das schöne Geld. Hola. Hola. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? In Action, Alter. In Action. Oh. Ich nehme mich gleich. Oh, meine Haare. Au. Oh, Alter. Oh, meine Haare leiden, Digga. Alter, das Ding ist eng. Der war heiß. Ein bisschen warm. Ja. Wow. So Klimaanlage, da wäre nicht schlecht. Wollen wir fragen? Alter, ich weiß ja gar nicht, wie ich nachher den Kopf habe, wenn ich hier rauskomme. Wahrscheinlich so die Helmform. Jetzt muss ich das noch ein bisschen enger machen. Gott, ey. Komm her. Könnt ihr das hier machen? Ah, oh, Alter. Mit dem Helm, wenn man da einen drauf gekriegt hat, hat es überhaupt nicht, wie auch die ganzen Kopfnis und so, hat man eigentlich auch so gemerkt, wie einen ganz leichten Stups. Ich habe mich mit dem Helm nicht sonderlich sicher gefühlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwie das Genick brechert. Aber ist immer schön. Kann so ein bisschen Adrenalin ablassen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, oder? Ja, mein Kopf tut langsam hin. Ey Jungs, lasst uns ein Rennen machen. Der Gewinner und der Verlierer irgendwie, dass sie was machen müssen. Also der Verlierer lädt die Mädchen von drüben ein. Okay. Also Charlie hatte gestern Abend so viel gut aussehende Mädchen gesehen. Und dann dachten wir einfach, dass es ein guter Wetteinsatz ist, wenn man der Verlierer sie ansprechen muss. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich Schiss, dann zu verlieren. What's better? What's... It's good. Ja, ist gut, ja.
Trotzdem steigt die Aufregung vor dem Wettrennen. Denn natürlich will keiner verlieren. Alex macht sich mit dem Kart vertraut. Gasbremse. Die Motoren werden der Reihe nach gestartet. Noch ist der Startschuss nicht gefallen, doch die Nerven der Jungs liegen schon blank. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Hat super viel Spaß gemacht. Einfach so um die Ecken düsen und selbst so ein bisschen das Steuer mal in der Hand halten, was man sonst eigentlich gar nicht kennt. Man hat natürlich schon gehofft, dass der vor einem es irgendwie einen Fehler macht oder so, dass man ihn überholen kann. Es ist ein geiles Gefühl, wenn man dagegen lenkt, er dagegen lenkt und du merkst, irgendwas gibt nach und dann dreht er sich zweimal und bleibst liegen und du... Gewonnen! Jonas fährt noch seine Runden. Er war mehrmals von der Strecke abgekommen und ist dadurch letzter Sieger. Johannes, es war so witzig, als ich dich abgezogen habe. Es war so geil, Digga, du willst dich umschieben. Ich fahre über den Feldweg, Digga, fahr von dir wieder rein. Und dann überhole ich dich noch, Digga. Es war so geil. Jawohl. Es war zwar ein Wettbewerb, aber es war irgendwie gar kein Druck. So, man hatte einfach total Spaß. War ganz schön, dass ich es dann doch noch überlebt habe. Positive Überraschung. Du, du hast jetzt die nächste. Es gibt Chicas. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das mal lieber zusammen, oder? Jonas sieht das vielleicht so ein bisschen als Strafe, weil er hat da noch nicht so wirklich Erfahrungen drin. Deswegen gehen wir mal alle lieber mit, denn wir wollen ein bisschen netten Besuch haben. Hier, pack mein Helm weg. Ja, okay. Geht's dir vor? Ja, ihr könnt euch ja schon mal eure Frisuren wieder richten, ihr Mädchen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich irgendwo mal einen Spiegel habe, so, wo ich zwischendurch reingucken kann. Okay, Frisur sitzt, ist sozusagen so eine Bestätigung für mich, für mein Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, so kann ich mich sehen lassen. Ich finde es auch gut, dass wir alle darauf achten. Also finde ich jetzt nicht negativ. Die Frisuren sitzen wieder. Ein Fotograf von der Kartbahn bietet Johannes und Danny Erinnerungsfotos an. Sieht geil aus, ne? Warte, wie viel kosten die? 6 Zeros. Sollen wir nehmen? Ja. Lass mal alle. Die anderen, Mann, die werden gucken. Okay. That's good? Okay. Okay. Thank you very much. Das war absolut gut, die zu kaufen, weil ich meine, was uns bleibt, sind die Erinnerungen. Was uns erinnert, sind diese Fotos. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das rentiert sich. 6 Euro! Schade. Boah, das ist ja richtig. Die Erinnerung ist es wert, und die bleiben zumindest. Ja. Ja, Alter. Heute haben Alter, wir leider... die Fotos? Heute, du bist weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin weiter! Ja! Ja! Das Geile an den Fotos fand ich, dass alle ihren Fuß von der Bremse hatten. Also wirklich richtig weit weg von der Bremse. So daneben liegend. Nach dem schnellen Start in den Tag haben die Jungs jetzt Zeit, eine sehr wichtige Anschaffung zu planen. Wir haben gesagt, oder ihr habt gesagt, ihr wolltet eine Anlage besorgen. Ja, stimmt. Ja, wollen wir das vielleicht machen? Also ich würde die gerne kaufen gehen. Ich habe Laden. Da hinten war ein Elektroladen. Aber wenn wir da alle zu 15 gehen, weil es wird doch ziemlich voll. Nö, Dings, ich würde gerne mal... Er fragt, ob ich mit ihm malen will. Ja, das ist echt geil. Ja. Und so? Mhm. Er kann nicht euch vertrauen, was sowas angeht, dass ihr da keinen Schrott kauft. Ja, Johannes. Das hat mich schon ziemlich überrascht, dass Johannes jetzt hier bleibt und irgendwie mit Alex malen geht. Weil er sich da vorher ja irgendwie gar nicht interessiert hat. Mal gucken, ob er selber ein Bild malt oder ob er Alex zeichnen lässt und zuguckt. Bin ich mal gespannt. Die sieht doch fett aus, die würde doch perfekt passen, ne? Ja, ich glaube, die ist ja nicht so teuer, also. Na, guck mal, 260, 149. 499 Euro sind teuer, ne? Was ist denn mit der da oben?
Die kostet nur 40 Euro. 40 Euro, Junge, 40? Das ist richtig billig. Sieht irgendwie geil aus mit einem Bass und zwei Soundteilen. Und für PC und MP3-Player, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Richtige. PC und MP3-Player. Ja, ich habe keinen Bock, dass die Dinger keinen Bass haben oder keinen Sound haben. 40 Euro, ich finde, das ist eine geile Sache. Aber wenn wir uns jetzt für 130 eine Anlage kaufen, für die drei Wochen. Ja. Die drei Wochen ist unnötig, wenn ich zu Hause wäre. Okay. Dann wäre es okay, dann würde ich aber auch erstmal sparen. Also ich finde, dass es schon wichtig ist, dass wir nicht zu viel für die Anlage ausgeben, aber auch nicht zu wenig, weil wenn die Anlage scheiße ist, dann bringt es uns auch nichts. So viel ja, dann lass das Ding nochmal auspacken. Ich habe keinen Bock, hier irgendeine... Dann lass uns erstmal fragen, ob wir ja. So eine Luftpackung zu kaufen. Ob wir uns das mal zeigen können. Ja. Deutsch? German? Oh. Englisch? Spanisch. Not English? English, a little okay. Bit. A little bit. We want to have a boxing. Hmm? We want to test. This we want box. To test this. Also ich war total überrascht, dass die Frau einfach so meinte, können wir machen, so ungefähr. Und die Pakete dann aufgemacht hat und die Anlage rausgeholt hat und wir das alles ausprobieren dürfen. Also bei mir zu Hause, denke ich, hätte ich das nicht machen können. Da hätte ich mit denen versuchen können, was zu machen, die da stehen. Aber meistens sind die sowieso nicht angeschlossen. Gerade das Anschließen bereitet auch der netten Verkäuferin Probleme. Das muss. Das da unten muss hier rein. Und dann müsste das angehen. Ich hab Angst. Heute geht das nicht. Digga, ist so laut, Digga, so laut wie dein Laptop. Ja. No. Want to check another? Another. This. Want to check this? Este? Yes. Die sieht noch besser aus. Ich meine, für 20 Euro mehr. Ich weiß nicht, was die Verpackung aufhängt. Da kaufen wir nicht zum Schluss, stell ich mir vor. Das ist echt fies. Also, die ist natürlich richtig fett. Ja, die kostet 60 Euro, ne? 89. Also, ich glaube, die wird echt laut sein. Das weiß ich. Doch, Mann. Pass voll auf. Warte mal, warte. One more time. Ja. Also mir wäre es egal, welche Anlage das gewesen wäre. Hauptsache, sie wäre laut. Und ich glaube, dass wir damit so an der Grenze das Lauteste gefunden haben hier im Laden. Wollen wir einpacken? Ja. Nehmen wir die mit, ne? We name. Alle einverstanden? We buy it. Okay. Okay. Yes. Boah, es ist fett. Jetzt haben wir endlich eine geile Anlage, ne? Ja. Heute Abend wird die erstmal richtig getestet auf Nieren und Magen. Ja, so laut wie es geht. Laptop, alles anschließen. Alles ja, Mann, alles verschiedene. Und das, was am lautesten ist, da kommt die ganze Musik drauf. In der Villa bewundert Johannes, wie Alex den perfekten Sonnenuntergang malt. Selber will er es offenbar dann doch nicht probieren. Ganz wichtig ist, immer so ein Bild von weiter weg betrachten. Also wir gehen jetzt gleich mal auf die andere Seite von der Terrasse. Und betrachten das nochmal von weiter weg und dann können wir sagen, ob wir das so lassen können. Es ist wunderbar. Nein, es ist scheiße. Du willst mir erzählen, dass du keinen Sport machst? Ja. Irgendwo müssen diese Waden ja kommen, ne? Zurück vom Shoppen wollen die Jungs als erstes die Malkünste von Alex und Johannes begutachten. Doch dann... Ey, yo, das sind doch die... Sind das die von gestern? Oh, ich höre das Fan 4. Ja, vielleicht waren das eine Freundin oder so. Du musst doch eine Wette einlösen, Mäuschen. Deine Wette einlösen, also hinterher da. Also eben muss ich jetzt runter? Ja. Oder Jungs, wollen wir mitgehen? Oh, komm mal mit. Komm, wir gehen lieber. Also das ist jetzt keine schlimme Strafe. Also ich glaube, die schlimmste Strafe daran dürfte sein, dass sie kein Wort Deutsch sprechen. Also, und da ich jetzt nicht so der Profi-Engländer bin sollte, fällt mir das wahrscheinlich relativ schwer. Noch entscheidender als das perfekte Englisch ist nur eins, die perfekte Frisur. Ich bin fertig. Schick gemacht. Er sieht genauso aus wie vorher. Schick gemacht. Ja. Ich habe mir Schuhe angezogen. Ja, ich sehe genauso aus wie vorher. Lass uns mal schnell los, bevor die weg sind. Jonas, du sprichst.
Alter, ich bin so schlecht. Du hast die Ehre zu sprechen. Also Jonas war total aufgeregt und ich finde es aber auch okay, weil der hat einfach noch nicht viel mit Mädchen gesprochen. Und ich denke, dann ist es auch normal, dass man nervös ist und aufgeregt ist. Ja, es war schon so ein bisschen eine komische Situation, die Mädchen da jetzt einfach auf der Straße anzusprechen, weil die hatten uns vorher nie so wirklich gesehen. Hola! Hola. Can you speak English? Yes. So, it's your turn. Ey, du musst es jetzt auch durchziehen, Mann. Okay. Dann haben wir alle drauf gewartet, dass Jonas irgendwie dann endlich mal irgendwie ein Wort rausbringt oder so, aber das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kommt noch was, oder? Meinte er so, ja, was heißt denn blablabla, komm mit in unser Haus oder so. Habe ich ihm das Wort von vorne erklärt. Do you want to come with us in our village? Village? Village heißt Dorf. Village heißt Dorf. Sag in our house. Du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Want you to come with us in our house? Yes. Hey. Ich bin der Burner, ne? Er war nervös. Er hat mir irgendwie eine Rolle leid getan, als wir ihn da reingequetscht haben. Aber er ist durchgekommen, sagen wir. Ich glaube, er fühlt sich beim nächsten Mal, wenn er mit denen spricht, auch wieder wohler. Und das entwickelt sich dann so. He will show you the house. That's our pool. Das ist für die nichts Besonderes, die wohnen in Spanien, ne? Das war schon so, als wir meinten, so, das ist unser Pool, kam jetzt nicht so, boah, geil, sondern mehr so, mhm. Und da dachte man sich so, oh, scheiße. Ich dachte, man könnte mal ein bisschen zeigen, ja, wir haben hier einen Pool und eine Villa, aber wenn man mal rüber guckt, die haben ja auch einen Pool und ein großes Haus. Also. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Was heißt noch gleich Wohnzimmer? Ich hab alles. Mach einfach Living Room heißt das. Wohnzimmer heißt Living Room. Ich hatte nicht richtig Englisch drauf, deswegen mussten mir die anderen ein bisschen helfen. Aber es war schon okay. Mein Englischlehrer wird wahrscheinlich durchdrehen, wenn er das sieht. This is our living room. That's my guitar. Spiel mal was. And sing, sing. Sing and play for the girls. I've been roaming around. I was looking down at all I see. All I see. Painted faces fill the places I can't reach. Gitarre spielen, der Junge, der dazu noch gut singt, das klappt eigentlich immer, egal in welchem Land, bei welchen Mädchen. Johannes, jetzt kommt dein Part. Meiner Stimme momentan. Ich bin krank. I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now. Die 5 haben es geschafft. Die spanischen Mädchen werden immer lockerer und die Jungs drehen auf. You want to go in our pool? They don't have bikinis, heißt es. Ah, aber das ist doch nicht so wichtig. Typisch Charlie. Wir wurden doch alle so geboren. Ich glaube nicht, dass wir die Situation hier wirklich richtig unter Kontrolle hatten. Wir waren doch schon einige Momente ziemlich hilflos, was die Mädchen anging. Sie wollen nichts trinken, sie wollen nichts essen, sie wollen nicht in den Pool. You want to go home? You just look like. What you like to do? Talking. Okay. Es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, nach einer Woche mal wieder Kontakt zu Mädchen zu haben und mit denen mal ein bisschen zu quatschen und so und nicht immer nur mit sich selbst zu reden. Would you like to go to the pool with clothes? Oh. White dress not good. For you. Yeah, for you. Ich glaube, erster Eindruck von uns, richtig schiefe Vögel. Endeindruck, glaube ich, von uns durch die ganzen Sachen, schiefe Vögel, die nett sind. And what are your hobbies? I play piano.
he's our painter. Charlie, can you breakdance? Charlie, can you play breakdance? Yet? Yes, if you want to. Die wollen das sehen. Ey, komm, tanz mal ein bisschen. Charlie. Wir haben ja, uns auch ein bisschen zum Affen gemacht. Mal gucken, ob die überhaupt noch mal wiederkommen wollen. Dank der neuen Anlage ist zumindest für laute Musik gesorgt. Und Charlie macht sich bereit. He's nervous. Charlie hat also, was Breakdance angeht, jetzt wirklich drauf gehabt, ne? Der hat's wirklich drauf. Ich kann auch ein paar Breakdance machen, wenn ich ihn jetzt sehe. Also das ist krass. Auch die Mädchen sind begeistert und lassen sich nicht lange bitten. Charlie zeigt ihnen die ersten einfachen Breakdance-Schritte. Neben Charlie sahen wir echt beim Tanzen echt alle total scheiße aus. Also es war, er geht da total ab und wir können alle gerade mal so hin und her und hin und her. Und das war auch echt extrem witzig. Oh, we have to go home. Okay, then. Do you want to change the telephone number? Okay. Besser hätte es nicht laufen können. Nach der erfolgreichen Einladung gibt's auch noch die Telefonnummern. Bei der Verabschiedung sind die fünf Jungs aber wieder etwas schüchtern. Haben erst so geguckt, haben nichts gemacht, haben sie gewunken. 2 Meter vor uns, haben Danny gefragt, Danny, wie verabschiedet man sich in Spanien? Ach du doch, hat Charlie das übernommen und dann ging's einfach einmal die Runde. Ich finde erstmal, Jonas hat das mit Bravour bestanden für das erste Mal. Mädchen ansprechen. Hast du das erste Mal so richtig mit einem Mädchen gesprochen? Mit komplett fremden Mädchen, ja. Und hast dich dabei wohlgefühlt? Ich habe kein Wort von dem, was sie gesagt haben, verstanden. Ich bin echt schlecht in Englisch. Ich glaube, du warst einfach nur aufgeregt. Was heißt Wohnzimmer auf Englisch? Living Room. Siehst du, ja, gerade eben hast du uns gefragt. Was heißt Badezimmer auf Englisch? Bathroom. Was heißt Pool auf Englisch? Pool. Das siehst du, das wusstest du gerade nicht. Und das ist doch auch nicht schlimm, wenn du aufgeregt bist. Das gehört einfach dazu am Anfang. Die wollen wir die jetzt nochmal einladen oder nicht? Das müssen doch jetzt nicht entscheiden, ob wir die nochmal sehen wollen oder ob wir die einladen. Die haben ja auch unsere Nummer oder deine Nummer. Du gegenüber. Dann läuft sich eh über den Weg. Und dann kann man gucken. Zur Not gehen wir klingeln. Klingelstreich! Am Ende dieses aufregenden Tages reden die Jungs nicht über das Kartfahren, sondern klar über die spanischen Mädchen von gegenüber. Das war jetzt nicht mal eine Top-Performance von Jonas, aber ich fand schon gut, dass er das gesagt hat. Ja. Hast du nie mit Mädchen geredet und dann musst du gleich 4 Mädchen ansprechen? Und du kannst auch nicht gleich ziehen, so oder? Fragen. Was? Du kannst auch nicht. Drei waren es, ne? Ja. Ja, und du bist ja auch der gewesen, der bei den Mädchen ja einen auf Bauarbeiter gemacht hat, ne? Ein Bauarbeiter? Was nennt ja, du denn Bauarbeiter? Baggern. Nee, du hast schon echt eine tiefe Grube ausgehoben. Nur weil ich es kann. Du kannst noch viel von mir lernen, junger Mann. Aber Jungs, jetzt bin ich müde, ich mach das Licht jetzt aus, ja? Ja, tu das. Aber, yo, Danny? Ja? Ich muss pupsen. Sorry! Morgen geht's weiter. Bei den Rettungsschwimmern säubern die Jungs den Strand. Digga, und hier ist eine Unterhose, was soll denn der Scheiß? Ich fass keine Unterhosen an. Außerdem, die 5 lernen Spanisch kochen, trotz einiger Schwierigkeiten. Gut ist, ne? Tut nicht weh. Mehr über die Jungs unter zdftv.de. Die Jungs-WG, Montag bis Freitag um 15 Uhr in Kika. Another... this... Want to check this? Este? Yes, die sieht noch besser aus. Ich meine, für 20 Euro mehr. Ich weiß nicht, was die Verpackung aufhängt. Da kaufen wir nicht zum Schluss, stell dir das mal vor. Das ist echt fies.
Also die ist natürlich richtig fett. Ja, die kostet 60 Euro, ne? 89. Also ich glaube, die wird echt laut sein. Ja, das weiß ich nicht. Doch, Mann. So, pass mal auf. Warte mal, warte. One more time. Ja. Also mir wäre es egal, welche Anlage das gewesen wäre. Hauptsache, sie wäre laut. Und ich glaube, dass wir damit so an der Grenze das Lauteste gefunden haben hier im Laden. Wollen wir einpacken? Ja. Nehmen wir die mit, ne? We name. Alle einverstanden? We buy it. Okay. Okay. Yes. Boah, es ist fett. Jetzt haben wir endlich eine geile Anlage, ne? Ja. Heute Abend wird die erstmal richtig getestet auf Nieren und Magen. Ja, so laut wie es geht. Laptop, alles anschließen. Alles ja, Mann, alles verschiedene. Und das, was am lautesten ist, da kommt die ganze Musik drauf. In der Villa bewundert Johannes, wie Alex den perfekten Sonnenuntergang malt. Selber will er es offenbar dann doch nicht probieren. Ganz wichtig ist, immer so ein Bild von weiter weg betrachten. Also wir gehen jetzt gleich mal auf die andere Seite von der Terrasse und betrachten das nochmal von weiter weg und dann können wir sagen, ob wir das so lassen können. Es ist wunderbar. Nein, es ist scheiße. Du willst mir erzählen, dass du keinen Sport machst? Ja. Irgendwo müssen diese Waden ja kommen, ne? Zurück vom Shoppen wollen die Jungs als erstes die Malkünste von Alex und Johannes begutachten. Doch dann... Ey, yo, das sind doch die... Sind das die von gestern? Oh, ja. Fan 4? Ja, vielleicht waren das eine Freundin oder so. Du musst doch eine Wette einlösen, Mäuschen. Eine Wette einlösen, also hinterher da. Also eben muss ich jetzt runter? Ja. Oder Jungs, wollen wir mitgehen? Oh, komm mal mit. Komm, wir gehen lieber. Also das ist jetzt keine schlimme Strafe. Also ich glaube, die schlimmste Strafe daran dürfte sein, dass sie kein Wort Deutsch sprechen. Also, und da ich jetzt nicht so der Profi-Engländer bin, sollte, fällt mir das wahrscheinlich relativ schwer. Noch entscheidender als das perfekte Englisch ist nur eins, die perfekte Frisur. Ich bin fertig. Schick gemacht. Er sieht genauso aus wie vorher. Ich hab auch nicht schick gemacht, ich hab mir Schuhe angezogen. Ich sieh genauso aus wie vorher. Lass uns mal schnell los, bevor die weg sind. Jonas, du sprichst. Alter, ich bin so schlecht. Du hast die Ehre zu sprechen. Also Jonas war total aufgeregt und ich finde es aber auch okay, weil der hat einfach noch nicht viel mit Mädchen gesprochen. Und ich denke, dann ist es auch normal, dass man nervös ist und aufgeregt ist. Ja, es war schon so ein bisschen eine komische Situation, die Mädchen da jetzt einfach auf der Straße anzusprechen, weil die hatten uns vorher nie so wirklich gesehen. Hola! Hola. Can you speak English? Yes. Yes. So, it's your turn. Ey, du musst es jetzt auch durchziehen, Mann. Okay. Dann haben wir alle drauf gewartet, dass Jonas irgendwie dann endlich mal irgendwie ein Wort rausbringt oder so, aber das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kommt noch was, oder? Meinte er so, ja, was heißt ein... In dieser Villa auf Mallorca verbringen 5 Jungs 4 Wochen Urlaub ohne ihre Eltern. Und die erste Woche ist bereits vorbei. Danny, die zweite Woche ist angefangen. Ja. Was denkst du, was passiert? Keine Ahnung, ich denke mal, die wird bestimmt genauso geil wie die erste. Vielleicht sogar noch besser, weil wir uns jetzt alle noch viel besser kennen und so. Bestimmt richtig geil, denke ich. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie noch
richtig fette Aktion, Mann. Doch erstmal richtig wach werden. Die Jungs haben gestern eine Kartbahn in der Nähe entdeckt und können es kaum abwarten, sie auszuprobieren. Entsprechend schnell geht's mit dem Frühstück. Nur im Bad brauchen die Jungs so lange wie immer. Siehst du da irgendwo Haare in deinem Gesicht? Ja. Echt? Haben eure Eltern euch das gezeigt oder habt ihr euch selber beigebracht? Kann ich sagen, Mutti, kannst du mir mal zeigen, wie das Rasieren geht? Meine Eltern haben mir nicht gezeigt, wie ich mich rasiere. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich glaube, mein Bruder hatte mir das gezeigt. Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich jetzt anfangen sollte, mich zu rasieren. Was ist das selbst gemacht? Du solltest jetzt anfangen, dich zu rasieren. Du siehst nämlich endlich scheiße aus. Ey, Leute, WG-Post. Und darin sind 500 Euro Haushaltsgeld. Das bekommen die Jungs einmal pro Woche für alle Ausgaben. 1, 2, Fussel, 3, 4, 5. Bravo! Wieder 50 Euro. Ja, 500, sauber. Letzte Woche sind wir mit den 250 richtig geil ausgekommen. Schmuckel. Ja. Schmuckel. Ja. Jeder kriegt erstmal 50er jetzt. Ich habe mich schon gefreut, dass jeder jetzt wieder 50 Euro bekommt. 50 Euro Taschengeld in der Woche ist schon nicht schlecht. Also wenn man sich das überlegt, das sind 200 Euro im Monat und so viel muss man erstmal bekommen, so an Taschengeld. Also ich denke, dann bekommt man schon echt wahnsinnig gut über die Runden. Mit dem frischen Geld geht's jetzt endlich auf die Kartbahn. Auf der riesigen Anlage sind bereits die ersten Fahrer unterwegs. Unsere Jungs sind begeistert. Boah, Alter, das ist fett, Mann. Das ist sowas von... Alter, Mann, so eine Bahn habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Geht da, ey, geht, Mann, die geht da hinten noch weiter, ne? Das Alter, Mann, das geht da hinten noch weiter. Ey, guck mal, da ist eine Karte. Ey, yo, Mann. Alter, das ist geil! Alter. Digga, das ist hier, guck mal, die fahren hier, hier und dann hier und dann hier und dann hier! Die Kartfahrt mit Kumpels habe ich jetzt erst einmal gemacht. Aber auf das nächste Mal, jetzt heute, freue ich mich schon übelst. Doch erst einmal müssen die Jungs ihre Karts mieten. Obwohl es hier viele Deutsche gibt, geht auf Mallorca doch nicht alles auf Deutsch. Hola! 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 Hola. Hola. Okay. Deutsch? Englisch? English, yes. English, okay. That's good. This is the price for the 15 minutes. Yes. Okay. 27 five. 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 Yes. Persons here. Da geht es hin, das schöne Geld. Hola. Hola. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? In Action, Alter. Ich nehme mich dann. Ah, meine Haut. Blablabla, komm mit in unser Haus oder so. Habe ich ihm das Wort für Wort erklärt. Do you want to come with us? And I will. In our village. Village? Village heißt Dorf. Village heißt Dorf. Sag in our house. Du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Want you to come with us in our house? Yes. Hey. Ich bin der Burner, ne? Er war nervös. Er hat mir irgendwie eine Rolle live getanzt, wie ihn da reingequetscht haben. Aber er ist durchgekommen, sagen wir. Und ich glaube, er fühlt sich beim nächsten Mal, wenn er mit denen spricht, auch wieder wohler. Und das entwickelt sich dann so. He will show you the house. That's our pool. Das ist für die nichts Besonderes, die wohnen in Spanien, ne? Das war schon so, als wir meinten, so, das ist unser Pool, kam jetzt nicht so, boah, geil, sondern mehr so, Und da dachte man sich so, oh, scheiße. Ich dachte, man könnte mal ein bisschen zeigen, ja, wir haben hier einen Pool und eine Villa, aber wenn man mal rüber guckt, die haben ja auch einen Pool und ein großes Haus. Also. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Was heißt noch gleich Wohnzimmer? Ich hab alles. Mach einfach Living Room heißt das. Wohnzimmer heißt Living Room. Ich hatte nicht richtig Englisch drauf, deswegen mussten mir die anderen ein bisschen helfen. Aber es war schon okay. Mein Englischlehrer wird wahrscheinlich durchdrehen, wenn er es sieht. This is our living room. That's my guitar. Spiel mal was. And sing. Sing and play for the girls. I've been roaming around. I was looking down at all I see. All I see. Painted faces fill the places I can't breathe. Yeah, that I could use somebody.
blonder Junge, der dazu noch gut singt. Das klappt eigentlich immer, egal in welchem Land, bei welchen Mädchen. Johannes, jetzt kommt dein Part. Meiner Stimme momentan. Ich bin krank. I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now. Die fünf haben es geschafft. Die spanischen Mädchen werden immer lockerer und die Jungs drehen auf. You want to go in our pool? They don't have bikinis, I see. Ah, das ist auch nicht so wichtig. Typisch Charlie. Wir wurden doch alle so geboren. Ich glaube nicht, dass wir die Situation hier wirklich richtig unter Kontrolle hatten. Wir waren doch schon einige Momente ziemlich hilflos, was die Mädchen anging. Sie wollen nichts trinken, sie wollen nichts essen, sie wollen nicht in den Pool. You want to go home? You just look like, what you like to do? Talking. Okay. Es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, nach einer Woche mal wieder Kontakt zu Mädchen zu haben und mit dem mal ein bisschen zu quatschen und so und nicht immer nur mit sich selbst zu reden. Would you like to go to the pool with clothes? Oh. Oh. White dress not good. For you. For you. Ich glaube, erster Eindruck von uns, richtig schiefe Vögel. Endeindruck, glaube ich, von uns durch die ganzen Sachen, schiefe Vögel, die nett sind. And what are your hobbies? I play piano. He's our painter. Charlie can't you breakdance? Charlie can't you play breakdance? Au, weißt du das? Boah, Alter. Oh, meine Haare leiden, Digga. Alter, das Ding ist eng. Der war heiß. Ein bisschen warm. Ja. Wow. So Klimaanlage, da wäre nicht schlecht. Wollen wir fragen? Alter, ich weiß ja gar nicht, wie ich nachher den Kopf habe, wenn ich hier rauskomme. Wahrscheinlich so die Helmform. Ja. Jetzt muss ich das noch ein bisschen enger machen. Gott, ey. Komm her. Könnt ihr das hier machen? Alter. Mit dem Helm, wenn man da einen drauf gekriegt hat, hat es überhaupt nicht, wie auch die ganze Kopfnis und so, hat man eigentlich auch nicht so gemerkt, diesen ganz leichten Stups. Ich habe mich mit dem Helm nicht sonderlich sicher gefühlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwie das Genick brechert. Aber ist immer schön. Kann so ein bisschen Adrenalin ablassen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, oder? Ja, ja. Mein Kopf tut langsam weh. Ey Jungs, lass uns ein Rennen machen. Der Gewinner und der Verlierer irgendwie, dass sie was machen müssen. Also der Verlierer lädt die Mädchen von drüben ein. Okay. Also Charlie hatte gestern Abend so viel gut aussehende Mädchen gesehen. Und dann dachten wir einfach, dass es ein guter Wetteinsatz ist, wenn man der Verlierer sie ansprechen muss. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich Schiss, dann zu verlieren. What's better? It's good. Ja, ich bin gut. Oh. Trotzdem steigt die Aufregung vor dem Wettrennen. Denn natürlich will keiner verlieren. Alex macht sich mit dem Kart vertraut. Gasbremse. Die Motoren werden der Reihe nach gestartet. Noch ist der Startschuss nicht gefallen, doch die Nerven der Jungs liegen schon blank. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Es hat super viel Spaß gemacht, einfach so um die Ecken düsen und selbst so ein bisschen das Steuer mal in der Hand halten, was man sonst eigentlich gar nicht kennt. Man hat natürlich schon gehofft, dass der vor einem es irgendwie einen Fehler macht oder so, dass man ihn überholen kann. Das ist ein geiles Gefühl, wenn man dagegen lenkt, er dagegen lenkt und du merkst, irgendwas gibt nach und dann dreht er sich zweimal und bleibst liegen und du... Juhu! Gewonnen! Good.
Jonas fährt noch seine Runden. Er war mehrmals von der Strecke abgekommen und ist dadurch letzter Sieger. Johannes, es war so witzig, als ich dich abgezogen habe. Es war so geil, Digga, du wirst mich umschieben. Ich fahre über ein Feldweg, Digga, vor von dir wieder rein. Und dann überhole ich dich noch, Digga. Es war so geil. Jawohl! Es war zwar ein Wettbewerb, aber es war irgendwie gar kein Druck. So, man hatte einfach total Spaß. War ganz schön, dass ich es dann doch noch überlebt habe. Positive Überraschung. Du darfst jetzt die Mädchen Chicas. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das mal lieber zusammen, oder? Jonas sieht das vielleicht so ein bisschen als Strafe, weil er hat da noch nicht so wirklich Erfahrungen drin. Deswegen gehen wir mal alle lieber mit, denn wir wollen ein bisschen netten Besuch haben. Hier, pack mein Helm weg. Ja, okay. Geht's dir vor? Ja, ja, wir gehen. Ihr könnt euch ja schon mal eure Frisuren wieder richten, ihr Mädchen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich irgendwo mal einen Spiegel habe, so, wo ich zwischendurch reingucken kann. Okay, Frisur sitzt. Das ist sozusagen so eine Bestätigung für mich, für mein Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, so kann ich mich sehen lassen. Ich finde es auch gut, dass wir alle darauf achten. Also finde ich jetzt nicht negativ. Die Frisuren sitzen wieder. Ein Fotograf von der Kartbahn bietet Johannes und Danny Erinnerungsfotos an. Sieht geil aus, ne? Warte, wie viel kosten die? 6 Zeros. Sollen wir nehmen? Ja. Lass mal alle. Okay, die anderen Mann, die werden gucken. Okay. Und that's good? Okay. Okay, thank you very much. Das war absolut gut, die zu kaufen, weil ich meine, was uns bleibt, sind die Erinnerungen. Was uns erinnert, sind diese Fotos. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das rentiert sich. 6 Euro! Boah, das ist ja richtig. Die Erinnerung ist es wert, und die bleiben zumindest. Ja. Ja, Alter. Heute haben Alter, wir leider die Fotos. Heute, du bist Zweiter. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin weiter. Ja. Ja. Ich bin weiter. Das Geile an den Fotos fand ich, dass alle ihren Fuß von der Bremse hatten. Also wirklich richtig weit weg von der Bremse. So daneben liegend. Nach dem schnellen Start in den Tag haben die Jungs jetzt Zeit, eine sehr wichtige Anschaffung zu planen. Wir haben gesagt, oder ihr habt gesagt, ihr wolltet eine Anlage besorgen. Ja, stimmt. Ja, wollen wir das vielleicht machen? Also ich würde gerne kaufen gehen. Ich habe Laden. Da hinten war ein Elektroladen. Aber wollen wir da alle zu 15 gehen, weil es wird doch ziemlich voll. Nö, Dings. Ich würde gerne mal. Er fragt, ob ich mit ihm malen will. Ich finde das echt geil. Ja. Und so? Mhm. Ja, kann ich euch vertrauen, was sowas angeht, dass ihr da keinen Schrott kauft? Ja, Johannes. Das hat mich schon ziemlich überrascht, dass Johannes jetzt hier bleibt und irgendwie mit Alex malen geht, weil er sich da vorher ja irgendwie gar nicht interessiert hat. Mal gucken, ob er selber ein Bild malt oder ob er Alex zeichnen lässt und zuguckt. Bin ich mal gespannt. Die sieht doch fett aus, die würde doch perfekt passen, ne? Ja, ich glaube, die ist ja nicht so teuer, also. Ja, guck mal, 260, 159. 49 Euro sind teil, ne? Was ist denn mit der da oben? Die kostet nur 40 Euro. 40 Euro, Junge, 40? Das ist richtig billig. Sieht irgendwie geil aus mit einem Bass und zwei Soundteilen. Und für PC und MP3-Player, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Richtige. PC und MP3-Player. Ja, ich habe keinen Bock, dass die Dinger keinen Bass haben oder keinen Sound haben. 40 Euro, ich finde, das ist eine geile Sache. Aber wenn wir uns jetzt für 130 eine Anlage kaufen, für die 3 Wochen. Ja. Die 3 Wochen ist unnötig, wenn ich zu Hause wäre. Okay. Dann wäre es okay, dann würde ich aber auch erstmal sparen. Also ich finde, dass es schon wichtig ist, dass wir nicht zu viel für die Anlage ausgeben, aber auch nicht zu wenig, weil wenn die Anlage scheiße ist, dann bringt es uns auch nichts. So viel dann lass das Ding nochmal auspacken. Ich habe keinen Bock hier irgendeine... Lass uns erstmal fragen, ob wir ja. So eine Luftpackung ob das uns kaufen. Das mal zeigen können. Ja. Deutsch? German? Oh. Englisch? Spanisch. Not English? English, a little bit. We want to have a boxing. We want to test this. Also ich war total überrascht, dass die Frau einfach so meinte, ja, können wir machen, so ungefähr. Und die Pakete dann aufgemacht hat und die Anlage rausgeholt hat und wir das alles ausprobieren dürfen. Also bei mir zu Hause, denke ich, hätte ich das nicht machen können. Da hätte ich mit denen versuchen können, was zu machen, die da stehen. Aber meistens sind die sowieso nicht angeschlossen. Gerade das Anschließen bereitet auch der netten Verkäuferin Probleme. Das muss das da unten aus hier rein.
dann. So, und dann müsste das angehen. Ich hab Angst. Weiter geht das nicht. Digga, ist so laut, Digga, so laut wie dein Laptop. Ja. Genau. Want to check another? Ich zu Hause wäre. Okay. Dann wäre es okay, dann würde ich aber auch erstmal sparen. Also ich finde, dass es schon wichtig ist, dass wir nicht zu viel für die Anlage ausgeben, aber auch nicht zu wenig, weil wenn die Anlage scheiße ist, dann bringt es uns auch nichts. So, ja, dann lass das Ding nochmal auspacken. Ich habe keinen Bock hier irgendeine... Dann lass uns erstmal fragen, ob wir so eine Luftpackung das kaufen. Das mal zeigen können. Ja. Deutsch? German? Oh. Englisch? Spanisch. Not English? English, a little bit. We want to have a boxing. Hmm? We want to test. This we want box. To test this. Also ich war total überrascht, dass die Frau einfach so meinte, ja, können wir machen, so ungefähr. Und die Pakete dann aufgemacht hat und die Anlage rausgeholt hat und wir das alles ausprobieren dürfen. Also bei mir zu Hause, denke ich, hätte ich das nicht machen können. Da hätte ich mit denen versuchen können, was zu machen, die da stehen. Aber meistens sind die sowieso nicht angeschlossen. Gerade das Anschließen bereitet auch der netten Verkäuferin Probleme. Das muss... Das da unten ist hier rein. So, und dann müsste das angehen. Ich hab Angst. Weiter geht das nicht. Digga, ist so laut, Digga, so laut wie dein Laptop. Ja. Genau. Want to check another? Another... This. Want to check this? Este? Yes. Die sieht noch besser aus. Ich meine, für 20 Euro mehr. Ich weiß nicht, was die Verpackung aufhängt. Da kaufen wir nicht zum Schluss, stell ich mir vor. Das ist echt fies. Also die ist natürlich richtig fett. Ja, kostet 60 Euro, ne? 89. Also ich glaube, die wird echt laut sein. Ja, das weiß ich. Doch, Mann. Pass voll auf. Warte. One more time. Ja. Also mir wäre es egal, welche Anlage das gewesen wäre. Hauptsache, sie wäre laut. Und ich glaube, dass wir damit so an der Grenze das Lauteste gefunden haben hier im Laden. Wollen wir einpacken? Ja. Nehmen wir die mit, ne? We name. Alle einverstanden? We buy it. Okay. Okay. Yes. Boah, es ist fett. Jetzt haben wir endlich eine geile Anlage, ne? Ja. Heute Abend wird die erstmal richtig getestet auf Nieren und Magen. Ja, so laut wie es geht. Laptop, alles anschließen. Alles ja, Mann, vorsehen. alles verschiedene. Und das, was am lautesten ist, da kommt die ganze Musik drauf. In der Villa bewundert Johannes, wie Alex den perfekten Sonnenuntergang malt. Selber will er es offenbar dann doch nicht probieren. Ganz wichtig ist, immer so ein Bild von weiter weg betrachten. Also wir gehen jetzt gleich mal auf die andere Seite von der Terrasse und betrachten das nochmal von weiter weg und dann können wir sagen, ob wir das so lassen können. Es ist wunderbar. Nein, es ist scheiße. Du willst mir erzählen, dass du keinen Sport machst? Ja. Irgendwo müssen diese Waden ja kommen, ne? Zurück vom Shoppen wollen die Jungs als erstes die Malkünste von Alex und Johannes begutachten. Doch dann... In dieser Villa auf Mallorca verbringen 5 Jungs 4 Wochen Urlaub ohne ihre Eltern. Und die erste Woche ist bereits vorbei. Danny, 2. Woche ist angefangen. Ja. Was denkst du, was passiert? Keine Ahnung, ich denke mal, die wird bestimmt genauso geil wie die erste. Vielleicht sogar noch besser.
weil wir uns jetzt alle noch viel besser kennen und so. Bestimmt richtig geil, denke ich. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie noch richtig fette Aktionen machen. Doch erstmal richtig wach werden. Die Jungs haben gestern eine Kartbahn in der Nähe entdeckt und können es kaum abwarten, sie auszuprobieren. Entsprechend schnell geht's mit dem Frühstück. Nur im Bad brauchen die Jungs so lange wie immer. Siehst du da irgendwo Haare in deinem Gesicht? Ja. Echt? Haben eure Eltern euch das gezeigt oder habt ihr euch selber beigebracht? Kann das ja sein? Mutti, kannst du mir mal zeigen, wie das Rasieren geht? Meine Eltern haben mir nicht gezeigt, wie ich mich rasiere. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich glaube, mein Bruder hat mir das gezeigt. Oder? Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich jetzt anfangen sollte, mich zu rasieren. Was ist selbst gemacht? Solltest jetzt anfangen, dich zu rasieren? Du siehst nämlich endlich scheiße aus. Ey, Leute! WG-Post! Und darin sind 500 Euro Haushaltsgeld. Das bekommen die Jungs einmal pro Woche. Für alle Ausgaben. Eins, zwei, Fussel, drei, vier, fünf. Ja, 50 Euro. Ja, 500, sauber. Letzte Woche sind wir mit den 250 richtig geil ausgekommen. Schmackgeld. Ja. Schmackgeld. Jeder kriegt erstmal 50er jetzt. Ich habe mich schon gefreut, dass jeder jetzt wieder 50 Euro bekommt. 50 Euro Taschengeld in der Woche ist schon nicht schlecht. Also wenn man sich das überlegt, das sind 200 Euro im Monat und so viel muss man jetzt mal bekommen so an Taschengeld. Also ich denke, dann bekommt man schon echt wahnsinnig gut über die Runden. Mit dem frischen Geld geht's jetzt endlich auf die Kartbahn. Auf der riesigen Anlage sind bereits die ersten Fahrer unterwegs. Unsere Jungs sind begeistert. Boah, Alter, das ist fett, Mann. Das ist sowas von... Alter, so eine Bahn habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Geht da, ey, geht, Mann, die geht da hinten noch weiter, ne? Das Alter, Mann, das geht da hinten so weiter. Ey, guck mal, da ist eine Karte. Ey, yo, Mann. Alter, das ist geil. Alter. Digga, das ist hier. Guck mal, die fahren hier, hier und dann hier und dann hier und dann hier. Die Kartfahrt mit Kumpels habe ich jetzt erst einmal gemacht. Aber auf das nächste Mal, jetzt heute, freue ich mich schon übelst. Doch erst einmal müssen die Jungs ihre Karts mieten. Obwohl es hier viele Deutsche gibt, geht auf Mallorca doch nicht alles auf Deutsch. Hola. 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 Okay. Deutsch? Englisch? English, yes. English, yeah. That's good. This is the price. Ey, yo, das sind doch die. Sind das die von gestern? Die. Oh, Sven 4. Ja, vielleicht waren das eine Freundin oder so. Du musst auf eine Wette einlösen, Mäuschen. Eine Wette einlösen, also hinterher da. Also, ich muss jetzt runter? Ja. Oder, Jungs, wollen wir mitgehen? Oh, komm mal mit. Komm, wir gehen lieber. Also das ist jetzt keine schlimme Strafe. Also ich glaube, die schlimmste Strafe daran dürfte sein, dass sie kein Wort Deutsch sprechen. Also, und da ich jetzt nicht so der Profi-Engländer bin sollte, fällt mir das wahrscheinlich relativ schwer. Noch entscheidender als das perfekte Englisch ist nur eins, die perfekte Frisur. Ich bin fertig. Schick gemacht. Er sieht genauso aus wie vorher. Gemacht, ich habe mir Schuhe angezogen. Ich sehe genauso aus wie vorher. Lass uns mal schnell los, bevor die weg sind. Jonas, du sprichst. Alter, ich bin so schlecht. Du hast die Ehre zu sprechen. Also Jonas war total aufgeregt und ich finde es aber auch okay, weil der hat einfach noch nicht viel mit Mädchen gesprochen. Und ich denke, dann ist es auch normal, dass man nervös ist und aufgeregt ist. Das war schon so ein bisschen eine komische Situation, die Mädchen da jetzt einfach auf der Straße anzusprechen, weil die hatten uns vorher nie so wirklich gesehen. Hola! Hola. Can you speak English? Yes. So, it's your turn. Ey, du musst es jetzt auch durchziehen, Mann. Okay. Dann haben wir alle drauf gewartet, dass Jonas irgendwie dann endlich mal irgendwie ein Wort rausbringt oder so, aber das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kommt noch was, oder? Meinte er so, ja, was heißt denn blablabla, komm mit in unser Haus oder so. Habe ich ihm das Wort für Wort erklärt. Do you want to come with us in our village? Village? Village heißt Dorf. Ja, Village heißt Dorf. Sag in our house. Du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Want you to come with us in our house? Yes. Ich bin der Burner, ne?
er war nervös. Er hat mir irgendwie eine Rolle leid getan, dass wir ihn da reingequetscht haben. Aber er ist durchgekommen, sagen wir. Und ich glaube, er fühlt sich jetzt beim nächsten Mal, wenn er mit denen spricht, auch wieder wohler. Und das entwickelt sich dann so. He will show you the house. That's our pool. Das ist für die nichts Besonderes, die wohnen in Spanien, ne? Das war schon so, als wir meinten, so, das ist unser Pool, kam jetzt nicht so, boah, geil, sondern mehr so, mhm. Und dann dachten sie so, boah, scheiße. Ich dachte, man könnte mal ein bisschen zeigen, ja, wir haben hier einen Pool und eine Villa, aber wenn man mal rüber guckt, die haben ja auch einen Pool und ein großes Haus. Also. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Was heißt noch gleich Wohnzimmer? Ich hab alles. Mach einfach Living Room heißt das. Wohnzimmer heißt Living Room. Ich hatte nicht richtig Englisch drauf, deswegen mussten mir die anderen ein bisschen helfen. Aber es war schon okay. Mein Englischlehrer wird wahrscheinlich durchdrehen, wenn er das sieht. This is our living room. That's my guitar. Spiel mal was. And sing and play for the girls. I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted. Ich denke, fahr mit dir wieder rein und dann überhole ich dich noch, Digga. Es war so geil. Jawohl! Es war zwar ein Wettbewerb, aber es war irgendwie gar kein Druck. So, man hatte einfach total Spaß. War ganz schön, dass ich es dann doch noch überlebt habe. Positive Überraschung. Du darfst jetzt die Mädchen, es gibt Chicas. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das mal lieber zusammen, oder? Jonas sieht das vielleicht so ein bisschen als Strafe, weil er hat da noch nicht so wirklich Erfahrungen drin. Deswegen gehen wir mal alle lieber mit, denn wir wollen ein bisschen netten Besuch haben. Hier, pack mein Helm weg. Ja, okay. Geht's dir vor? Ja, wir gehen. Ihr könnt euch ja schon mal eure Frisuren wieder richten, ihr Mädchen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich irgendwo mal einen Spiegel habe, so, wo ich zwischendurch reingucken kann. Okay, Frisur sitzt. Das ist sozusagen so eine Bestätigung für mich, für mein Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, so kann ich mich sehen lassen. Ich finde es auch gut, dass wir alle darauf achten. Also, finde ich jetzt nicht negativ. Die Frisuren sitzen wieder. Ein Fotograf von der Kartbahn bietet Johannes und Danny Erinnerungsfotos an. Sieht geil aus, ne? Warte, wie viel kosten die? 6 Zeros. Sollen wir nehmen? Ja. Lass mal alle. Die anderen Mann, die werden gucken. Okay. That's good? Okay. Okay, thank you very much. Das war absolut gut, die zu kaufen, weil ich meine, was uns bleibt, sind die Erinnerungen. Was uns erinnert, sind diese Fotos. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das rentiert sich. 6 Euro! Schade. Boah, das ist ja richtig. Die Erinnerung ist es wert, wenn die bleiben zumindest. Ja. Ja, Alter. Heute haben Alter, wir leider. Die Fotos? Heute, du bist weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Schon weiter! Ja! Ja! Das Geile an den Fotos fand ich, dass alle ihren Fuß von der Bremse hatten. Also wirklich richtig weit weg von der Bremse. So daneben liegend. Nach dem schnellen Start in den Tag haben die Jungs jetzt Zeit, eine sehr wichtige Anschaffung zu planen. Wir haben gesagt, oder ihr habt gesagt, ihr wolltet eine Anlage besorgen. Ja, stimmt. Ja, wollen wir das vielleicht machen? Also ich würde gerne kaufen gehen. Ich habe Laden. Da hinten war ein Elektroladen. Aber wenn wir da alle zu 15 gehen, weil es wird doch ziemlich voll. Nö, Dings. Ich würde gerne mal. Ob ich mit ihm malen will. Ich fände das echt geil. Ja. Ach so. Mhm. Ich kann nicht euch vertrauen, was sowas angeht, dass ihr da keinen Schrott kauft. Ja, Johannes. Das hat mich schon ziemlich überrascht, dass Johannes jetzt hier bleibt und irgendwie mit Alex malen geht. Weil er sich da vorher irgendwie gar nicht interessiert hat. Mal gucken, ob er selber ein Bild malt oder ob er Alex zeichnen lässt und zuguckt. Bin ich mal gespannt. Sieht doch fett aus, die würde doch perfekt passen, ne? Ja, ich glaube, die ist ja nicht so teuer, also. Na, guck mal, 260, 159. 99 Euro sind teuer, ne? Was ist denn mit der da oben? Die kostet nur 40 Euro. 40 Euro, Junge, 40? Das ist richtig billig. Sieht irgendwie geil aus mit einem Bass und zwei Soundteilen. Und für PC und MP3-Player, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das ist das Richtige. PC und MP3-Player. Ja, ich habe keinen Bock, dass die Dinger keinen Bass haben oder keinen Sound haben. 40 Euro, ich finde, das ist eine geile Sache. Aber wenn wir uns jetzt für 130 eine Anlage kaufen,
für die drei Wochen. Ja. Die drei Wochen ist unnötig, wenn ich... For the 15 minutes. Okay. Five persons here. Da geht es hin, das schöne Geld. Hola. Hola. Muy bien. Thank you. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? In Action, Alter. In Action. Was nehme ich denn? Meine Haare. Au. Weißt du, das Ding? Boah, Alter. Oh, meine Haare leiden, Digga. Alter, das Ding ist eng. Der war heiß. Ein bisschen warm. Ja. Wow. So Klimaanlage, da wäre nicht schlecht. Wollen wir fragen? Alter, ich weiß ja gar nicht, wie ich nachher den Kopf habe, wenn ich hier rauskomme. Wahrscheinlich so die Helmform. Ja. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen enger machen. Komm her. Könnt ihr das hier machen? Oh, Alter. Mit dem Helm, wenn man da einen drauf gekriegt hat, hat es überhaupt nicht wie auf die ganzen Kopfnis und so. Hat man eigentlich auch nur so gemerkt, diesen ganz leichten Stups. Ich habe mich mit dem Helm nicht sonderlich sicher gefühlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwie das Genick brechelt. Aber ist immer schön. Man kann so ein bisschen Adrenalin ablassen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, oder? Ja, ja. Mein Kopf tut langsam weh. Ey Jungs, lass uns ein Rennen machen. Der Gewinner und der Verlierer irgendwie, dass sie was machen müssen. Also der Verlierer lädt die Mädchen von drüben ein. Okay. Also Charlie hatte gestern Abend so viel gut aussehende Mädchen gesehen. Und dann dachten wir einfach, dass es ein guter Wetteinsatz ist, wenn man der Verlierer sie ansprechen muss. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich Schiss, dann zu verlieren. What's better? It's good. Ja, ich bin gut. Trotzdem steigt die Aufregung vor dem Wettrennen. Denn natürlich will keiner verlieren. Alex macht sich mit dem Kart vertraut. Gasbremse. Die Motoren werden der Reihe nach gestartet. Noch ist der Startschuss nicht gefallen, doch die Nerven der Jungs liegen schon blank. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Es hat super viel Spaß gemacht. Einfach so um die Ecken düsen und selbst so ein bisschen das Steuer mal in der Hand halten, was man sonst eigentlich gar nicht kennt. Man hat natürlich schon gehofft, dass der vor ihm ist, irgendwie einen Fehler macht oder so, dass man ihn überholen kann. Es ist ein geiles Gefühl, wenn man dagegen lenkt, er dagegen lenkt und du merkst, irgendwas gibt nach und dann dreht er sich zweimal und bleibst liegen und du... Juhu! Gewonnen! Jonas fährt noch seine Runden. Er war mehrmals von der Strecke abgekommen und ist dadurch letzter Sieger. Johannes, es war so witzig, als ich dich abgezogen habe. Es war so geil, Digga, du willst mich umschieben. Ich fahre über ein Feld. Das ist da unten aus hier rein. So, und dann müsste das angehen. Schäbern. Weiter geht das nicht. Digga, ist so laut, Digga, so laut wie dein Laptop. Ja. No. You want to check another. Another? Another. This. Want to check this. Ist der? Yes. Die sieht noch besser aus. Ich meine, für 20 Euro mehr. Ich weiß nicht, was die Verpackung aufhängt. Da kaufen wir nichts zum Schluss, stell dir mal vor. Das ist echt fies. Also die ist natürlich richtig fett. Ja, die kostet 60 Euro, ne? 89. Also ich glaube, die wird echt laut sein. Das weiß ich nicht. Doch mal. Pass voll auf. Warte. One more time. Ja. Also mir wäre es egal, welche Anlage das gewesen wäre. Hauptsache, sie wäre laut. Und ich glaube, dass wir damit so an der Grenze das Lauteste gefunden haben hier im Laden. Wollen wir einpacken? Ja. Nehmen wir die mit, ne? We name. Alle einverstanden? We buy it.
Okay. Yes. Boah, es ist fett. Jetzt haben wir endlich eine geile Anlage, ne? Ja. Heute Abend wird die erstmal richtig getestet auf Nieren und Magen. Ja, so laut wie es geht. Laptop, alles anschließen. Alles ja, Mann, alles verschieden. Und das, was am lautesten ist, da kommt die ganze Musik drauf. In der Villa bewundert Johannes, wie Alex den perfekten Sonnenuntergang malt. Selber will er es offenbar dann doch nicht probieren. Ganz wichtig ist, immer so ein Bild von weiter weg betrachten. Also wir gehen jetzt gleich mal auf die andere Seite von der Terrasse und betrachten das nochmal von weiter weg. Und dann können wir sagen, ob wir das so lassen können. Es ist wunderbar. Nein, es ist scheiße. Du willst mir erzählen, dass du keinen Sport machst? Ja. Irgendwo müssen diese Waden ja kommen, ne? Zurück vom Shoppen wollen die Jungs als erstes die Malkünste von Alex und Johannes begutachten. Doch dann... Ey, yo. Das sind doch die. Sind das die von gestern? Ich höre es, Fan 4. Ja, vielleicht waren das nur Freunde. Ey, du musst auf eine Wette einlösen, Mäuschen. Deine Wette einlösen, also hinterher da. Also muss ich jetzt runter? Ja. Oder Jungs, wollen wir mitgehen? Oh, komm mal mit. Komm, wir gehen lieber. Also das ist jetzt keine schlimme Strafe. Also ich glaube, die schlimmste Strafe daran dürfte sein, dass sie kein Wort Deutsch sprechen. Also, und da ich jetzt nicht so der Profi-Engländer bin sollte, fällt mir das wahrscheinlich relativ schwer. Noch entscheidender als das perfekte Englisch ist nur eins, die perfekte Frisur. Okay, ich bin fertig. Schick gemacht. Er sieht genauso aus wie vorher. Schick gemacht. Ich habe mir die Schuhe angezogen. Ich sehe genauso aus wie vorher. Lass uns mal schnell los, bevor die weg sind. Jonas, du sprichst. Alter, ich bin so schlecht. Du hast die Ehre zu sprechen. Also Jonas war total aufgeregt und ich finde es aber auch okay, weil der hat einfach noch nicht viel mit Mädchen gesprochen. Und ich denke, dann ist es auch normal, dass man nervös ist und aufgeregt ist. Das ist schon so ein bisschen eine komische Situation, die Mädchen da jetzt einfach auf der Straße anzusprechen, weil die hatten uns vorher nie so wirklich gesehen. Hola! Hola. Can you speak English? Yes. Verliebt. So, it's your turn. Ey, du musst es jetzt auch durchziehen, Mann. Okay. Dann haben wir alle drauf gewartet, dass Jonas irgendwie dann endlich mal irgendwie ein Wort rausbringt oder so, aber das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kommt noch was, oder? Meinte er so, ja, was heißt denn blablabla, komm mit in unser Haus oder so. Habe ich ihm das Wort für Wort erklärt. Do you want to come with us? Village heißt Dorf. Ja, Village heißt Dorf. Sag in our house. Du hast 3 Sekunden. 3, 2, 1. Want you to come with us in our house? Yes. Hey. Ich bin der Burner, ne? Er war nervös. Er hat mir irgendwie eine Rolle live getanzt, wie ihn da reingequetscht haben. Aber er ist durchgekommen, sagen wir. Ich glaube, er fühlt sich jetzt beim nächsten Mal, wenn er mit ihnen spricht, auch wieder wohler. Und das entwickelt sich dann so. He will show you the house. That's our pool. Das ist für die nichts Besonderes, die wohnen in Spanien, ne? Das war schon so, als wir meinten, so, das ist unser Pool, kam jetzt nicht so, boah, geil, sondern mehr so, Und da dachte man sich so, oh, scheiße. Ich dachte, man könnte mal ein bisschen zeigen, ja, wir haben hier einen Pool und eine Villa, aber wenn man mal rüber guckt, die haben ja auch einen Pool und ein großes Haus. Also. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Was heißt noch gleich Wohnzimmer? Ich hab alles. Mach einfach Living Room heißt das. Wohnzimmer heißt Living Room. Ich hatte nicht richtig Englisch drauf, deswegen mussten mir die anderen ein bisschen helfen. Aber es war schon okay. Mein Englischlehrer wird wahrscheinlich durchdrehen, wenn er das sieht. This is our living room. That's my guitar. Spiel mal was. And sing. Sing and play for the girls. 5, 3. Hey, my car. Alter, was ist das denn für ein Scheiß?
hat super viel Spaß gemacht. Einfach so um die Ecken düsen und selbst so ein bisschen das Steuer mal in der Hand halten, was man sonst eigentlich gar nicht kennt. Man hat natürlich schon gehofft, dass der vor einem es irgendwie einen Fehler macht oder so, dass man ihn überholen kann. Das ist ein geiles Gefühl, wenn man dagegen lenkt, er dagegen lenkt und du merkst, irgendwas gibt nach und dann dreht er sich zweimal und bleibst liegen und du... Gewonnen! Jonas fährt noch seine Runden. Er war mehrmals von der Strecke abgekommen und ist dadurch letzter Sieger. Johannes, es war so witzig, als ich dich abgezogen habe. Es war so geil, Digga, du willst mich umschieben. Ich fahre über den Feldweg, Digga, vor von dir wieder rein. Und dann überhole ich dich noch, Digga. Es war so geil. Jawohl. Es war zwar ein Wettbewerb, aber es war irgendwie gar kein Druck. So, man hatte einfach total Spaß. War ganz schön, dass ich es dann doch noch überlebt habe. Positive Überraschung. Du darfst jetzt die nächste Sprechen. Chicas. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das mal lieber zusammen, oder? Jonas sieht das vielleicht so ein bisschen als Strafe, weil er hat da noch nicht so wirklich Erfahrungen drin. Deswegen gehen wir mal alle lieber mit, denn wir wollen ein bisschen netten Besuch haben. Hier, pack mein Helm weg. Ja, okay. Geht's dir vor? Ja, wir gehen. Ihr könnt euch ja schon mal eure Frisuren wieder richten, ihr Mädchen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich irgendwo mal einen Spiegel habe, so, wo ich zwischendurch reingucken kann. Okay, Frisur sitzt. Das ist sozusagen so eine Bestätigung für mich, für mein Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, so kann ich mich sehen lassen. Ich finde es auch gut, dass wir alle darauf achten. Also finde ich jetzt nicht negativ. Die Frisuren sitzen wieder. Ein Fotograf von der Kartbahn bietet Johannes und Danny Erinnerungsfotos an. Sieht geil aus, ne? Warte, wie viel kosten die? 6 Zeros. Sollen wir nehmen? Ja. Lass mal alle. Die anderen Mann, die werden gucken. Okay. That's good? Okay. Okay. Thank you very much. Das war absolut gut, die zu kaufen, weil ich meine, was uns bleibt, sind die Erinnerungen. Was uns erinnert, sind diese Fotos. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das rentiert sich. 6 Euro! Schade. Boah, das ist ja richtig. Die Erinnerung ist es wert, und die bleiben zumindest. Ja. Ja, Alter. Heute Alter, haben wir leider... die Fotos? Heute, du bist weiter. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin weiter. Ja. Ja. Das Geile an den Fotos fand ich, dass alle ihren Fuß von der Bremse hatten. Also wirklich richtig weit weg von der Bremse. So daneben liegend. Nach dem schnellen Start in den Tag haben die Jungs jetzt Zeit, eine sehr wichtige Anschaffung zu planen. Wir haben gesagt, oder ihr habt gesagt, ihr wolltet eine Anlage besorgen. Ja, stimmt. Ja, wollen wir das vielleicht machen? Also ich würde die gerne kaufen gehen. Ich habe Laden. Da hinten war ein Elektroladen. Aber wenn wir da alle zu 15 gehen, weil es wird doch ziemlich voll. Nö, Dings. Ich würde gerne mal... Er fragt, ob ich mit ihm malen will. Ich fände das echt geil. Ja. Und so? Mhm. Ja, kann ich euch vertrauen, was sowas angeht, dass ihr da keinen Schrott kauft? Ja, Johannes. Das hat mich schon ziemlich überrascht, dass Johannes jetzt hier bleibt und irgendwie mit Alex malen geht, weil er sich da vorher irgendwie gar nicht interessiert hat. Mal gucken, ob er selber ein Bild malt oder ob er Alex zeichnen lässt und zuguckt. Bin ich mal gespannt. Die sieht doch fett aus, die würde doch perfekt passen, ne? Ja, ich glaube, die ist ja nicht so teuer, also. Na, guck mal, 260, 159. 49 Euro sind teil, ne? Was ist denn mit der da oben? Die kostet nur 40 Euro. 40 Euro, Junge, 40? Das ist richtig sieht billig. Irgendwie geil aus mit einem Bass und 2 Soundteilen. Und für PC und MP3-Player, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das ist eigentlich das Richtige. PC und MP3-Player. Ja, ich habe keinen Bock, dass die Dinger keinen Bass haben oder keinen Sound haben. 40 Euro, ich finde, das ist eine geile Sache. Aber wenn wir uns jetzt für 130 eine Anlage kaufen, für die 3 Wochen. Ja. Die 3 Wochen ist unnötig, wenn ich zu Hause wäre. Okay. Dann wäre es okay, dann würde ich aber auch erstmal sparen. Also ich finde, dass es schon wichtig ist, dass wir nicht zu viel für die Anlage ausgeben, aber auch nicht zu wenig, weil wenn die Anlage scheiße ist, dann bringt es uns auch nichts. So ja, dann lass das Ding nochmal auspacken. Ich habe keinen Bock hier irgendeine... Dann lass uns erstmal fragen, ob wir so eine Luftpackung zu kaufen. Ob wir uns das mal zeigen können. Ja. Deutsch? German? Englisch? Spanisch. Was Englisch?
English, a little bit. We want to have a boxing. Hmm? We want to test. We want to test this. Also ich war total überrascht, dass die Frau einfach so meinte, ja, können wir machen, so ungefähr. Und die Pakete dann aufgemacht hat und die Anlage rausgeholt hat und wir das alles ausprobieren dürfen. Also bei mir zu Hause, denke ich, hätte ich das nicht machen können. Da hätte ich mit denen versuchen können, was zu machen, die da stehen. Aber meistens sind die sowieso nicht angeschlossen. Gerade das Anschließen bereitet auch der netten Verkäuferin Probleme. Das muss... Das ist auch nicht leicht, oder? Fragen. Was? Kannst du auch nicht drei? Drei waren es, ne? Ja. Ja, und du bist ja auch der gewesen, der bei den Mädchen ja einen auf Bauarbeiter gemacht hat, ne? Ein Bauarbeiter? Was nennt sich denn ein Bauarbeiter? Baggern. Nee, das ist schon echt eine tiefe Grube ausgehoben. Nur weil ich es kann? Du kannst noch viel von mir lernen, junger Mann. Aber Jungs, jetzt bin ich müde, ich mach das Licht jetzt aus, ja? Ja, tu das. Aber, yo, Danny? Ja? Ich muss pupsen. Sorry! Morgen geht's weiter. Bei den Rettungsschwimmern säubern die Jungs den Strand. Digga, und hier ist eine Unterhose. Was soll denn der Scheiß? Ich fass keine Unterhosen an. Außerdem, die fünf lernen Spanisch kochen, trotz einiger Schwierigkeiten. Tutest du? Oh! Tut mir weh. Mehr über die Jungs unter zdftv.de. Die Jungs-WG, Montag bis Freitag um 15 Uhr in Kika. Another... this. Want to check this? Ist der? Yes, die sieht noch besser aus. Ich meine, für 20 Euro mehr. Ich weiß nicht, was die Verpackung aufhängt. Da kaufen wir nicht zum Schluss, stell ich mir vor. Das ist echt fies. Also die ist natürlich richtig fett. Ja, die kostet 60 Euro, ne? 89. Also ich glaube, die wird echt laut sein. Das weiß ich. Doch, Mann. Pass mal auf. Warte. One more time. Ja. Also mir wäre es egal, welche Anlage das gewesen wäre. Hauptsache, sie wäre laut. Und ich glaube, dass wir damit so an der Grenze das Lauteste gefunden haben hier im Laden. Wollen wir einpacken? Nehmen wir die mit, ne? We name. Alle einverstanden? We buy it. Okay. Yes. Boah, es ist fett. Jetzt haben wir endlich eine geile Anlage, ne? Ja. Heute Abend wird die erstmal richtig getestet auf Nieren und Magen. Ja, so laut wie es geht. Laptop, alles anschließen. Alles ja, Mann, alles verschiedene. Und das, was am lautesten ist, da kommt die ganze Musik drauf. In der Villa bewundert Johannes, wie Alex den perfekten Sonnenuntergang malt. Selber will er es offenbar dann doch nicht probieren. Ganz wichtig ist, immer so ein Bild von weiter weg betrachten. Also wir gehen jetzt gleich mal auf die andere Seite von der Terrasse und betrachten das nochmal von weiter weg. Und dann können wir sagen, ob wir das so lassen können. Es ist wunderbar. Nein, es ist scheiße. Du willst mir erzählen, dass du keinen Sport machst? Ja. Irgendwo müssen diese Waden ja kommen, ne? Zurück vom Shoppen wollen die Jungs als erstes die Malkünste von Alex und Johannes begutachten. Doch dann... Ey, yo. Das sind doch die. Sind das die von gestern? Ich höre es, Fan 4. Ja, vielleicht waren das nur Freunde. Oder so. Du musst auf eine Wette einlösen, Mäuschen. Deine Wette einlösen, also hinterher da. Also, ich muss ich jetzt runter? Ja. Oder, Jungs, wollen wir mitgehen? Oh, komm mal mit. Komm, wir gehen lieber mit. Also, das ist jetzt keine schlimme Strafe. Also ich glaube, die schlimmste Strafe daran dürfte sein, dass sie kein Wort Deutsch sprechen. Also. Und da ich jetzt nicht so der Profi-Engländer bin, sollte, fällt mir das wahrscheinlich relativ schwer. Noch entscheidender als das perfekte Englisch ist nur eins, die perfekte Frisur. Okay, ich bin fertig. Oh, das ist schick gemacht. Er sieht genauso aus wie vorher. Schick gemacht. Ich habe mir Schuhe angezogen, ich sehe genauso aus wie vorher. Lass uns mal schnell los, bevor die weg sind. Jonas, du sprichst. Alter, ich bin so schlecht. Du hast die Ehre zu sprechen. Also Jonas war total aufgeregt und
Ich finde es aber auch okay, weil der hat einfach noch nicht viel mit Mädchen gesprochen. Und ich denke, dann ist es auch normal, dass man nervös ist und aufgeregt ist. Ja, es war schon so ein bisschen eine komische Situation, die Mädchen da jetzt einfach auf der Straße anzusprechen, weil die hatten uns vorher nie so wirklich gesehen. Hola! Hola. Can you speak English? Yes. Yes. So, it's your turn. Ey, du musst es jetzt auch durchziehen, Mann. Okay. Dann haben wir alle drauf gewartet, dass Jonas irgendwie dann endlich mal irgendwie ein Wort rausbringt oder so, aber das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kommt noch was, oder? Meinte er so, ja, was heißt ein... In dieser Villa auf Mallorca verbringen 5 Jungs 4 Wochen Urlaub ohne ihre Eltern. Und die erste Woche ist bereits vorbei. Danny, 2. Woche ist angefangen. In dieser Villa auf Mallorca verbringen 5 Jungs 4 Wochen Urlaub ohne ihre Eltern. Und die erste Woche ist bereits vorbei. Danny, 2. Woche ist angefangen. Ja. Was denkst du, was passiert? Keine Ahnung, ich denke mal, die wird bestimmt genauso geil wie die erste. Vielleicht sogar noch besser, weil wir uns jetzt alle noch viel besser kennen und so. Bestimmt richtig geil, denke ich. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie noch richtig fette Aktionen machen. Doch erstmal richtig wach werden. Die Jungs haben gestern eine Kartbahn in der Nähe entdeckt und können es kaum abwarten, sie auszuprobieren. Entsprechend schnell geht's mit dem Frühstück. Nur im Bad brauchen die Jungs so lange wie immer. Siehst du da irgendwo Haare in deinem Gesicht? Ja. Echt? Haben eure Eltern euch das gezeigt und habt ihr euch selber beigebracht? Mutti, kannst du mir mal zeigen, wie das Rasieren geht? Meine Eltern haben mir nicht gezeigt, wie ich mich rasiere. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich glaube, mein Bruder hat mir das gezeigt. Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich jetzt anfangen sollte, mich zu rasieren. Du solltest jetzt anfangen, dich zu rasieren. Du siehst nämlich endlich scheiße aus. Ey, Leute! WG-Post! Und darin sind 500 Euro Haushaltsgeld. Das bekommen die Jungs einmal pro Woche für alle Ausgaben. 1, 2, Fussel, 3, 4, 5. Wieder 50 Euro. Ja, 500, sauber. Letzte Woche sind wir mit den 250 richtig geil ausgekommen. Schmackel. Ja. Schmackel. Ja. Jeder kriegt erstmal 50er jetzt. Ich habe mich schon gefreut, dass jeder jetzt wieder 50 Euro bekommt. 50 Euro Taschengeld in der Woche ist schon nicht schlecht. Also wenn man sich das überlegt, das sind 200 Euro im Monat und so viel muss man erstmal bekommen, so an Taschengeld. Also ich denke, dann bekommt man schon echt wahnsinnig gut über die Runden. Mit dem frischen Geld geht's jetzt endlich auf die Kartbahn. Auf der riesigen Anlage sind bereits die ersten Fahrer unterwegs. Unsere Jungs sind begeistert. Boah, Alter, ist das fett, Mann. Das ist sowas von... Alter, so eine Bahn habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Geht da, ey, geht, Mann, die geht da hinten noch weiter, ne? Das Alter, Mann, das geht da weiter. Ey, guck mal, da ist eine Karte. Ey, yo, Mann. Alter, das ist geil. Alter. Digga, das ist hier. Guck mal, die fahren hier, hier und dann hier und dann hier und dann hier. Die Kartfahrt mit Kumpels habe ich jetzt erst einmal gemacht.
Aber auf das nächste Mal, jetzt heute, freue ich mich schon übelst. Doch erst einmal müssen die Jungs ihre Karts mieten. Obwohl es hier viele Deutsche gibt, geht auf Mallorca doch nicht alles auf Deutsch. Hola. 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 Okay. Okay. Deutsch? Englisch? Englisch, yes. Englisch, okay. That's good. This is the price for the 15 minutes. Yes. Okay. 27 minutes. Five. Yes. Persons here. Da geht es hin, das schöne Geld. Hola. Hola. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Come with me. In action, Alter. In action. Was nehme ich denn? Meine Haare. Au. Weißt du, das Ding? Boah, Alter. Oh, meine Haare leiden, Digga. Alter, das Ding ist eng. Der war heiß. Ein bisschen warm. Ja. So Klimaanlage, da wäre nicht schlecht. Wollen wir fragen? Alter, ich weiß ja gar nicht, wie ich nachher den Kopf habe, wenn ich hier rauskomme. Wahrscheinlich so die Helmform. Ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen enger machen. Gott, ey. Komm her. Könnt ihr das hier machen? Alter. Mit dem Helm, wenn man da einen drauf gekriegt hat, hat es überhaupt nicht, wie auch die ganze Kopfnis und so, hat man eigentlich auch nur so gemerkt, diesen ganz leichten Stups. Ich habe mich mit dem Helm nicht sonderlich sicher gefühlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwie das Genick brechelt. Aber ist immer schön. Man kann so ein bisschen Adrenalin ablassen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, oder? Ja, ja. Mein Kopf tut langsam hin. Ey Jungs, lasst uns ein Rennen machen. Der Gewinner und der Verlierer irgendwie, dass sie was machen müssen. Also der Verlierer lädt die Mädchen von drüben ein. Okay. Also Charlie hatte gestern Abend so viel gut aussehende Mädchen gesehen. Und dann dachten wir einfach, dass es ein guter Wetteinsatz ist, wenn man der Verlierer sie ansprechen muss. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich Schiss, dann zu verlieren. What's better? It's good. Ja, ist gut. Trotzdem steigt die Aufregung vor dem Wettrennen. Denn natürlich will keiner verlieren. Alex macht sich mit dem Kart vertraut. Gasbremse. Die Motoren werden der Reihe nach gestartet. Noch ist der Startschuss nicht gefallen, doch die Nerven der Jungs liegen schon blank. I've been roaming around, I was looking down at all I see. All I see. Painted faces fill the places I can't reach. I can't reach. You know that I could use somebody. Spielender Junge, der dazu noch gut singt. Das klappt eigentlich immer, egal in welchem Land, bei welchen Mädchen. Johannes, jetzt kommt dein Part. Meiner Stimme momentan. Ich bin krank. I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now. Die fünf haben es geschafft. Die spanischen Mädchen werden immer lockerer und die Jungs drehen auf. You want to go in our pool? They don't have bikinis, heißt es. Ah, ja. Das ist doch nicht so wichtig. Typisch Charlie. Wir wurden doch alle so geboren. Ich glaube nicht, dass wir die Situation hier wirklich richtig unter Kontrolle hatten. Wir waren doch schon einige Momente ziemlich hilflos, was die Mädchen anging. Sie wollen nichts trinken, sie wollen nichts essen, sie wollen nicht in den Pool. You want to go home? You just look like. What you like to do? Talking. Okay. Es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, nach einer Woche mal wieder Kontakt zu Mädchen zu haben und mit denen mal ein bisschen zu quatschen und so und nicht immer nur mit sich selbst zu reden. Would you like to go to the pool with clothes? Oh. Oh. White dress not good. For you. For you. Ich glaube, erster Eindruck von uns, richtig schiefe Vögel.
Endeindruck, glaube ich, von uns durch die ganzen Sachen. Schiefe Vögel, die nett sind. And what are your hobbies? I play piano. He's our painter. Charlie can you breakdance? Charlie, can you play breakdance? Yet? Yes, if you want to. Die wollen das sehen. Ey, komm, tanz mal ein bisschen. Charlie. Wir haben ja, uns auch ein bisschen zum Affen gemacht. Mal gucken, ob die überhaupt noch mal wiederkommen wollen. Dank der neuen Anlage ist zumindest für laute Musik gesorgt. Und Charlie macht sich bereit. He's nervous. Charlie hat es also, was Breakdance angeht, jetzt wirklich drauf gehabt, ne? Er hat es wirklich drauf. Ich kann auch ein paar Breakdance machen, wenn ich ihn jetzt sehe. Also das ist krass. Auch die Mädchen sind begeistert und lassen sich nicht lange bitten. Charlie zeigt ihnen die ersten einfachen Breakdance-Schritte. Charlie sah mir echt beim Tanzen echt alle total scheiße aus. Also es war, er geht da total ab und wir können alle gerade mal so hin und her und hin und her. Und das war auch echt extrem witzig. Oh, we have to go home. Okay, then. Do you want to change the telephone number? Okay. Besser hätte es nicht laufen können. Nach der erfolgreichen Einladung gibt's auch noch die Telefonnummern. Bei der Verabschiedung sind die fünf Jungs aber wieder etwas schüchtern. Haben erst so geguckt, haben wir nichts gemacht, haben sie gewunken. 2 Meter vor uns, habe ich Danny gefragt, Danny, wie verabschiedet man sich in Spanien? Hey, mach du doch, hat Charlie das übernommen und dann ging's einfach einmal die Runde. Ich finde erstmal, Jonas hat das mit Bravour bestanden für das erste Mal. Mädchen ansprechen. Hast du das erste Mal so richtig mit einem Mädchen gesprochen? Mit komplett fremden Mädchen, ja. Und hast dich dabei wohlgefühlt? Ich habe kein Wort von dem, was sie gesagt haben, verstanden. Ich bin echt schlecht in Englisch. Ich glaube, du warst einfach nur aufgeregt. Was heißt Wohnzimmer auf Englisch? Living Room. Siehst du gerade eben, was du gefragt. Was heißt Badezimmer auf Englisch? Bathroom. Was heißt Pool auf Englisch? Pool. Das siehst du, das wusstest du gerade nicht. Und das ist doch auch nicht schlimm, wenn du aufgeregt bist. Das gehört einfach dazu am Anfang. Wie wollen wir die jetzt nochmal einladen oder nicht? Wir müssen doch jetzt nicht entscheiden, ob wir die nochmal sehen wollen oder ob wir die einladen. Die haben ja auch unsere Nummer oder deine Nummer. So gegenüber. Dann läuft sich eh über den Weg und dann kann man gucken. Zur Not gehen wir klingeln. Klingelstreich! Am Ende dieses aufregenden Tages reden die Jungs nicht über das Kartfahren, sondern klar über die spanischen Mädchen von gegenüber. Das war jetzt nicht mal eine Top-Performance von Jonas, aber ich fand schon gut, dass er das gesagt hat. Hast du nie mit Mädchen geredet und dann musst du gleich 4 Mädchen ansprechen?